Mit keiner Kamera wird so viel fotografiert wie mit der Kamera eines iPhones. Und da ich der Beste bin, wenn es um Kamera-Reviews geht, hier also mein Test zur Kamera vom iPhone 12 Pro verglichen mit dem Vorgänger. Wie beim Vorgänger hat das 12 Pro 4 Kameras. Umgerechnet auf Kleinbild ein Weitwinkel mit 26 mm, ein Superweitwinkel mit 13 mm und ein leichtes Tele mit 52 mm. Die Front, also die Selfie-Kamera, hat 24 mm. Ausschließlich die Weitwinkelkamera ist mit Lichtstärke 1,6 statt 1,8 ein wenig lichtstärker geworden. Laut Apple sind das 27%, das ist gerade mal eine Drittel Blendenstufe, und ob man das sieht, das zeige ich noch. Das Superweitwinkel bleibt bei Lichtstärke 2,4, das Tele bei 2,0 und die Selfie-Kamera bei Blende 2,2. Da hat sich also an Hardware nichts geändert. Die Kameras sind also fast gleich geblieben. Was sich jedoch viel geändert hat, ist die KI, die dahinter steckt und deine Bilder besser machen. Stichwort HDR und Deep Fusion. HDR verbessert die Belichtung, also kombiniert sehr helle und dunkle Bereiche im Bild. Das hat früher die Bildqualität eher verschlechtert. Vielleicht kennst du das noch, hier ein Beispiel vom iPhone 4, wodurch die HDR-Einstellung Geisterbilder entstanden, weil mehrere Fotos übereinander gelegt wurden. Das ist heute nicht mehr so. Heute erhältst du eine super Dynamik, ohne dass es offensichtlich als HDR erkennbar ist. Die Unterschiede vom 11 Pro zum 12 Pro sind hier jedoch eher subtil. Große Unterschiede gibt es jedoch bei Deep Confusion. Richtig heißt es natürlich Deep Fusion, da die Technologie jedoch keiner versteht. Fand ich Confusion auch ganz passend. Deep Fusion verbessert einerseits wie HDR die Belichtung, verbessert jedoch zusätzlich auch das Bildrauschen und erhöht die Details im Bild. Ihr müsst die Funktion nicht extra einschalten, das passiert ganz automatisch. Ihr drückt einmal den Auslöser und das iPhone macht 9 Bilder, rechnet die zusammen und das alles passiert innerhalb von einer 30. Sekunde. Das Ergebnis ist, das Bild sieht einfach besser aus, mehr Dynamik, mehr Details. Das ist jetzt allerdings nicht neu. Neu ist, dass Deep Fusion jetzt für alle Kameras funktioniert. Nicht nur für das Weitwinkel und Tele, sondern auch beim Superweitwinkel und der Selfie-Kamera. Die Superweitwinkelkamera war von der Qualität vorher wirklich, wirklich schlecht. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass die Qualität jetzt gut ist, aber auf jeden Fall um einiges besser dank Deep Fusion. Der Porträtmodus funktioniert jetzt neu auch im Dunkeln, das zeige ich gleich noch. Was mich aber erst einmal interessiert hat, ob der neue LiDAR-Sensor auch tagsüber einen Vorteil hat. Erst einmal muss ich sagen, dass beide iPhones sehr gut mit Gegenlicht zurechtkommen und die Bilder perfekt belichten, also Smart HDR funktioniert. Ich zeige mal einen Vergleich zu einer Systemkamera. Hier die richtige Belichtung zu finden, ist nicht immer ganz leicht. Aber ihr habt ein echtes Bokeh. Das heißt, die Unschärfe im Hintergrund ist nicht künstlich reingerechnet, sondern physisch. Beim iPhone ist das immer künstlich eingerechnet und das sieht man mal mehr und mal weniger genau an den Kanten. Auf den ersten Blick sehen die Bilder vom iPhone auch immer gut aus. Bei genauem Hinsehen sieht man jedoch am Rand den Übergang zur Unschärfe. Beim Hut macht es das 12 Pro besser und bei der Jacke sieht es beim 11 Pro natürlicher aus. Es kann jetzt auch Zufall sein, jedenfalls merke ich tagsüber im Porträtmodus keinen Vorteil vom neuen LiDAR-Sensor. Weder mit dem Teleobjektiv noch mit dem Weitwinkelobjektiv im Porträtmodus. Wenn man hier genau hinsieht, siehst du bei beiden die Fehler an der Haarkante, also der Übergang vom Haar zum unscharfen Hintergrund. Was mir im Porträtmodus bei dem Tele aufgefallen ist, dass die Detaildarstellung im Gesicht beim 12 Pro manchmal besser ist. Es könnte zum Beispiel am verbesserten Autofokus liegen. Vielen Dank übrigens an Christina Key, die mir hier Model gestanden hat. Meistens fotografiert sie sich allerdings selbst und im Gegensatz zu mir, ich bin ja eher der Technikmensch, ist sie unglaublich kreativ. Also schaut mal auf ihrer Seite vorbei, wenn ihr ein paar gute kreative Tipps braucht. Ihre Seite habe ich natürlich in der Beschreibung verlinkt. Die 27% höhere Lichtstärke des Weitwinkelobjektivs fällt nicht auf. Hier sieht man keinen wirklichen Unterschied. Der große Unterschied ist, dass ihr den Nachtmodus auch mit dem Superweitwinkel nutzen könnt. Das hier ist jetzt der Nachtmodus, also die automatische Langzeitbelichtung vom Stativ mit dem Superweitwinkel. Hier ist der Unterschied richtig sichtbar. Das iPhone erkennt übrigens, wenn es auf einem Stativ ist und belichtet im Dunkeln automatisch länger, wenn es das benötigt. Wenn du also im Dunkeln bis zu 30 Sekunden belichten willst, geht das nur, wenn du ein Stativ verwendest. Das ist jetzt nicht neu, das war beim iPhone 11 auch schon so. Jetzt geht es aber mit allen vier Kameras und vorher nur mit dem Weitwinkel.
Hier noch ein Vergleich aus meinem alten Video, was ich vor einem Jahr gemacht habe. Also wenn du im Dunkeln lange belichtest, unterscheidet sich die Qualität teilweise deutlich, ob du aus der Hand oder vom Stativ fotografierst. Ebenfalls ein großer Unterschied zum Vorgänger sind Nachtporträts. Beim 11 Pro musst du dich entscheiden, ob du den Nachtmodus oder den Porträtmodus nutzen möchtest. Beim 12 Pro kannst du beides gleichzeitig verwenden, allerdings nur mit der Weitwinkelkamera, nicht im Tele. Die Unterschiede zum Porträtmodus ohne Nachtmodus sind schon deutlich. Erst recht in der Vergrößerung. Die Frontkamera ist praktisch für Selfies. Sie ist von der Qualität allerdings wirklich weit weg vom normalen Weitwinkel vorne. Sie besitzt nicht einmal einen Autofokus, das heißt, sie stellt nicht scharf, sondern die Schärfe ist fest eingestellt. Wenn ihr zu dicht dran seid, seid ihr unscharf, wenn ihr zu weit weg seid, ebenfalls. Dennoch ist es natürlich oft praktisch, sich selbst auf dem Display zu sehen und gerade im Nachtmodus sieht man ebenfalls wieder einen deutlichen Unterschied. Es sieht hier so aus, als hätte ich den Blitz an, also dass das Display kurz hell aufleuchtet. Das hatte ich jedoch nicht. Allein durch die Langzeitbelichtung genügt die normale Displayhelligkeit völlig aus, mein Gesicht auszuleuchten, während das 12 Pro einfach nur dunkel und verrauscht ist. Ein super Weitwinkel verzeichnet normalerweise, das heißt gerade Linien, zum Beispiel bei Architektur, werden gebogen. Beim 12 Pro ist eine neue Funktion hinzugekommen, die bei Systemkameras heute Standard ist, nämlich die automatische Korrektur der Verzeichnung. Wenn ihr die einschaltet, bleiben die Linien gerade. Die Fehler vom Objektiv werden also automatisch herausgerechnet. Das ist ein Unterschied, 12 Pro kann das, das 11 Pro noch nicht. Bei Videos ist jetzt HDR auf dem iPhone angekommen und ich habe euch ja schon erklärt, was HDR bei Fotos bedeutet. Es bedeutet, ich nehme einen großen Hell-Dunkel-Bereich und schrumpfe ihn zusammen, dass das Bild auch auf normalen Displays gut aussieht und ich noch Details in sehr hellen sowie in dunklen Partien sehen kann. Ihr braucht also kein spezielles Display, kein HDR-Display. Bei Video bezeichnet HDR allerdings etwas anderes. Ich nehme zwar ebenfalls einen möglichst großen Hell-Dunkel-Bereich auf, ich schrumpfe den Bereich jedoch nicht zusammen, sondern möchte die volle Helligkeitsbandbreite erhalten, um das Video natürlicher aussehen zu lassen. Das funktioniert aber nur, wenn ein Display sehr hell leuchten kann und HDR darstellen kann. Kann es das nicht, dann sieht dein Video nicht besser, sondern im Gegenteil richtig schlecht aus. Warum, das erkläre ich in einem anderen Video, das würde hier ein bisschen zu weit gehen. Das iPhone kann jedenfalls HDR darstellen, die meisten Monitore jedoch nicht. Selbst wenn du dir ein aktuelles 4000 Euro MacBook Pro kaufst, nicht. Also, toll, dass das 12 Pro jetzt HDR-Videos aufnehmen kann. Die sehen direkt auf dem iPhone auch besser aus. Ich kann es dir aber nicht zeigen, weil weder mein MacBook, mit dem ich die Videos schneide, es darstellen kann, noch das Profi-Schnittprogramm von Apple Final Cut Pro, was ich auch benutze, es kann es derzeit auch nicht schneiden. Soll aber am Ende des Jahres kommen. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, bei Zeitrafferaufnahmen den Nachtmodus zu verwenden. Das macht das 12 Pro automatisch. In Bewegung muss ich sagen, dass man zwar einen kleinen Helligkeitsunterschied sieht, aber qualitativ ändert sich da nicht viel. Der Unterschied fällt erst auf, wenn du ein Stativ verwendest und es richtig dunkel ist, dann aktiviert sich der Nachtmodus. In diesem Beispiel wechselt das 12 Pro allerdings während des Zeitraffer-Videos zwischen Nachtmodus und Normal. Daher schwankt die Belichtung so. Also normalerweise hast du keinen Vorteil, außer das Stativ ist ruhig und es ist noch dunkler, als du hier siehst, mit weniger Beleuchtung, damit der Nachtmodus wirklich dauerhaft aktiv bleibt. Dann siehst du einen Unterschied. Kurz was zum Design. Design kann Apple natürlich immer ganz gut. Ich meine, da gibt es ja auch ganz andere. Ihr findet mich übrigens auch bei TikTok, da heiße ich allerdings Hans Wurst. Viel Spaß beim Suchen. Mein Fazit, die Hardware ist schon okay. Schön wäre natürlich ein größerer Sensor, wie beim kommenden 12 Pro Max. Das Besondere ist aber die Kombination aus Hardware und Software. Es ist unglaublich, was softwareseitig getan wird für tolle, geniale Bilder. Ich teste ja normalerweise Amateur- und auch professionelle Systemkameras und muss sagen, es ist schon erstaunlich, was softwareseitig aus den Bildern der kleinen Sensoren rausgeholt wird. Ich würde mich freuen, wenn diese Technik stärker in Systemkameras einfließen würde. Aber leider können Kamerahersteller zwar gute Kameras und Sensoren herstellen, der Stack CMOS-Sensor vom iPhone ist zum Beispiel auch von Sony entwickelt, aber Software, da können die Japaner noch einiges von den Amerikanern lernen. Wenn du gerne fotografierst, vergiss nicht mehr zu folgen, auf meinem Kanal geht es rund um Fotografie und demnächst kommt noch ein Video im Vergleich zum alten iPhone 7, vielleicht upgradest du ja ein paar Generationen später, ein Video über HDR habe ich auch noch geplant und zu Apple Pro RAW folgt natürlich auch noch etwas. Bis zum nächsten Mal, ciao!